Hallo zusammen, es ist, was haben wir denn überhaupt? Es ist der 19. Januar, es ist 9.37 Uhr und in diesem kleinen Clip geht es um den Nasdaq. Das letzte Mal vor 2 Wochen gemacht und die Überschrift war, der hat mehr Risiko als Potenzial, bei dieser Grundaussage bleibe ich. Mir gefällt der Freund nicht. Was ihr hier vor euch seht, ist der Wochenchart. Ich mach's mal ein bisschen, drösel das mal ein bisschen auf. Ich habe jetzt einfach mal die Fibos angelegt, so wie ich sie momentan anlegen würde. Was mir nicht gefällt ist, jetzt muss ich doch nochmal zurückgehen, ist diese Geschichte hier. Ja, also über den Oszillator kriegt er noch kein Verkaufs, noch kein bestätigtes Verkaufssignal, lediglich so ein Hab-8-Signal. Die traditionelle Sichtweise wird gerade negativ. Allerdings handeln wir heute Morgen, das seht ihr hier rechts am Rand, bei 12.928. Das nehme ich jetzt hier mal raus. So, wir sind hoch. Das ist ein sogenannter, auf Wochensicht, ein sogenannter Hanging Man. Da ist die Farbe des Körpers, ist egal. Das ist eigentlich ein Verkaufssignal. Wir schließen auf den Höchstkurs und danach kommen negative Zeichen. Das wird bestätigt, wenn wir unter 12.533 sind. Also mir gefällt es von dieser Seite her nicht, auch auf die moderne Sichtweise nicht und die Stochastik auch nicht. Aber hier halt Vorsicht. Das kann sowas hier werden. Und dann schaut euch mal die Kurse an, die sich hier dann so entwickelt haben. Einfach nur hoch. Es kann aber auch noch sowas werden. Noch hier sind wir über Wochen und Monate einfach nur hochgegangen. Also das ist noch nicht vertrauenswürdig, aber ich sehe das. Es gibt ein paar Werte im Nasdaq, die sind meiner Meinung nach völlig überzogen. Aber gut, bisher werde ich Lügen gestraft. Von der Wochensicht her also nicht so schön. Was auf Tagessicht hier ergibt, ist Folgendes. Da haben die Verkaufssignale gegriffen bisher. Wir sind also von etwas über 13.000 runter auf, was war jetzt das Tief, so 12.746. Das ist übrigens die Deutsche Bankindikation hier. Bevor es da irgendwelche Zweifel gibt, ich halte die eigentlich für völlig in Ordnung. Ich komme damit gut klar. Hier haben wir auch auf Tagessicht einen Hanging Man. Ja, auch nicht schön. Und den haben wir bereits bestätigt. Ich möchte es mal so formulieren. Wir haben sehr enge Bänder. Ja, 12.600, ich runde leicht. Bis hier 13.070. Sollte er es schaffen, auf Stundensicht dieses Hoch hier bei 13.046 zu bestätigen, das heißt, eine Stundenkerze muss höher sein als 13.046, dann muss man davon ausgehen, dass er zumindest nochmal hier das All-Time-High anbeißt bei 13.120. Davon muss man ausgehen. Wenn er auf der anderen Seite unter die 12.532 fällt und auch hier mit einer Stundenkerze, wird er bei mir negativ und dann hat er ein ordentliches Potenzial nach unten oder ein Risiko auch noch vor sich. Der kann dann mal richtig Luft ablassen unter dem Bereich von 12.000. Wir sind negativ über die traditionelle moderne Sichtweise im MACD. Das wird sich heute ein bisschen nivellieren. Ja, wie gesagt, 12.927 im Moment. Und wir sind auch noch negativ über die Stochastik. Ich mag ihn nicht. Aber nochmal, der hat sich jede Pause verdient. Morgen ist die Inauguration von Biden. Und er hat ja angekündigt, er wird relativ schnell danach so einen 10-Punkte-Plan machen bezüglich Corona und Steuern und Umwelt und Pariser Abkommen und so weiter. Das muss man sich mal ganz genau anhören, auch zwischen den Zeilen lesen. Ich glaube, dass er eher so ein grüner Politiker wird, im Sinne von Öl nicht mehr so gut und lieber Windkraft und Elektro und sowas fördern. Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube aber auch, dass er Steuern erhöhen wird für die Unternehmen. Also ich habe im Moment keine Position im Nasdaq. Ich würde positiv werden über dem neuen, mit einem neuen All-Time-High, mindestens auf Stundenbasis. Ich werde negativ mit einem Low unter 12.521, auch auf Stundenbasis. Als Scheine habe ich euch Folgendes rausgesucht. Für den Fall, dass wir das also wirklich schaffen, hier ein neues All-Time-High zu machen, wie gesagt, mindestens Stundenbasis, finde ich den hier eigentlich ganz gut. Das ist ein 12.462er, ist im Moment ein 27er Hebel. Und das ist die Kennnummer GF9 4CX. GF9 4CX. Ein Open-End-Schein. Der liegt also dann hier, wo sind wir denn, 12.462, der liegt ungefähr hier. Da hätte ich noch genügend Zeit, den zu stoppen für den Fall, dass wir hier drunter gehen. Das ist die eine Möglichkeit. Wenn er das natürlich jetzt schnell macht und geht hier rüber, kann ich sogar hier eine Basis suchen, aber das ist dann schon 12.750. Ja, der hat dann ordentlich Drehzahl. Gucken wir mal nach dem Put.
So, ich bin grundsätzlich der Meinung, dass wir das nicht schaffen, aber ich kann ja auch Lügen gestraft werden. Ich muss es ungefähr 100 Punkte einen Putt drüber suchen. Ja, da sind wir also hier, wir sind hier bei der 12.000, wo sind wir denn da? Das Hoch war 13.113. Das heißt, 13.000, da muss ich nämlich den Hebel schon mal ordentlich ausfahren. 13.000, so hier, das passt. 291, das ist ein 37er Hebel. Das ist die Kennnummer Gustav Bertha 81 Nordpol 1, GB81N1. Aber den sollte ich wirklich stoppen, wenn die Stundenkerze ein neues Hoch generiert. Dann muss der raus. Den nehme ich für den Fall, dass wir eben hier die 12.500 auch auf Stundenbasis unterbieten. Ich finde, die Stunde in der Nasdaq ist echt eine angenehme Geschichte, die, wenn die mal dreht auf Extrembereichen, das hilft mir schon. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bleibt gesund. Bye bye. Ciao.